Hallo Welt, da sind wir wieder. Da vorne sind Pferde mit Sattel. Keiner ist in der Nähe. Dann gibt es hier Banditen. Ist das eine Falle? Hat jemand die Pferde verloren oder? Die sind doch noch gut. Rotschimmel. Können wir dem nichts zu essen geben? Das hat doch genug zu erfressen. Hier ist doch alles grün. Ja, das wäre auch nicht schlecht, wenn man mehrere Pferde hätte, oder? Das ist ein Schimmel. Das lässt sich nicht streicheln von uns. Sieht verängstigt aus, immer noch. Ah, hier. Futter für unser Pferd. Also ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr entspannt, hier rumzulaufen. Und sich die Gegend so anzugucken, ein bisschen jagen zwischendurch. Nur die nicht so gefährlichen Tiere. Ein bisschen schwimmen gehen vielleicht. Oregano sammeln. Nein, Klettenwurzel essen. Njam, njam. Ja, bald ist unser Beutel voll mit allem möglichen Fleisch und
Gewürzen und alles, was das Herz begehrt. Na, das ist cool. Eine Angel wäre schön. Dann könnte man hier vielleicht auch noch ein bisschen angeln. Wir werden darauf gehen. Okay, da ist kein Wald mehr, aber dafür sieht man mehr. Ja, man hört es doch schon. Tiere gibt's hier. Och. Da sind ja wieder ein paar Tiere. Ach, deswegen. Der Zug ist da. Obwohl, die Tiere stören sich doch gar nicht an dem Zug. Oh, Himbeeren haben wir alle gesammelt schon. Von der Schafgarbe haben wir auch genug, also. Thymian. Sand-Thymian. Oh, da können wir ein leckeres Essen draus zaubern. Es ist fast so, als wäre man im Wilden Westen. Und das kriegt man auch nicht alle Tage geboten, sowas.
cooles Fell. Oh, das war irgendwas ganz, ganz Kleines. Das war, na, was war das? Eichhörnchen, oh. Die gibt's jetzt auch in Schwarz. Hey. Guten Tag, wer hat das gesagt? Ich dachte, da vor uns, da wäre irgendwas. Ja, da ist doch was. Wo ist denn jetzt Lassie? Warum kommt es denn jetzt nicht mehr mit, unser Pferd?
Oh, hier ist ja kaum was los. Keine Tiere hier. Ja, das ist nicht mehr der Wald oder so. Nicht getroffen. Hey. Passt aber eine Menge drauf, das finde ich voll gut. Ach. Der so ein Geräusch macht, den müssen wir doch getroffen haben. Ja, aber der hat es dann überlebt wohl. Krass. Der Flaschenbaum. Ob die natürlich gewachsen sind? Soll man... Oh, Feuer. Soll man die abschießen? Hey, Vorsicht! Du fängst dir noch eine Scherbe ein.
Ah, das ist wieder ein Pferd, okay. Das hilft manchmal, da unten zu lesen. Was hat er gerade so geknurrt? Ja, was war denn das nur? Doch wohl kein Wolf hier. Krips ist mit den Vorräten abgehauen. Der macht sich jetzt irgendwo ein schönes Leben. Aber schon seit 2 Tagen ist er weg. Ja, vielleicht ist ja Wochenende. Oh, das war ein Opossum. Das hat sich totgestellt. Hat aber nicht geholfen bei uns. Mysteriöse Lichter vor uns. Ein ausgetrocknetes Flussbett fast. Ein bisschen Wasser haben wir hier noch, aber es regnet ja auch. Ist aber jetzt lange nichts mehr passiert, keine Wölfe mehr und so, keine Bären. Wow, alle drei.
keinen Bonus dafür? Oh, so ein Tier hatten wir auch noch nicht. Red Reaver, ein Hund. Ich schieß doch nicht auf Hunde. Hallo Hund. Der wohnt bestimmt hier. Ich würde schon lieber reingehen bei diesem Wetter, aber hier ist doch keine Stadt in der Nähe, oder? Wir laufen schon die ganze Zeit Richtung Osten. Na, mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch was. Ah, das muss ich auch lernen. Wenn wir demnächst zum Fleischer gehen, dann müssen wir ordentlich was schon dabei haben. Oh, die haben Pilze gefuttert hier. Wie groß die Welt hier ist, ne? Wir laufen die ganze Zeit stur Richtung Osten. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.